Hallo, herzlich willkommen bei uns im Schulzentrum Aspern an der Zeier. Ich bin der Direktor Hannes Keitzl und ich freue mich, dass du heute bei uns bist. Gerne würde ich dir diese wunderschöne Schule selber zeigen, geht momentan aber leider nicht. Kein Problem, unsere Schulbiene wird das heute für mich übernehmen. Viel Spaß dabei! Hallo Bienchen, ich zeige dir heute unsere Imkerei. Kommt mit! Schön, dass du da bist. Soll ich dir unsere Schule zeigen? Kommt doch einfach alle mit! Lernen die Kinder das Boulder und das Top Rope Klettern. Die Schülerinnen sichern sich gegenseitig und versuchen sich abzuseilen. An unserer Schule gibt es sehr viele sportliche Angebote.
Tanz, Fußball für Mädchen, Fußball für Buben, Klettern und Sport plus. Wir haben ab der 2. Klasse die Möglichkeit, das Skifahren auf der Wintersportwoche zu erlernen. Kannst du eigentlich Skifahren? Hast du eigentlich schon unseren neuen Motorradpark gesehen? Komm mit, ich zeige ihn dir draußen. Oh, hallo Windchen, schön, dass du da bist. Wir sind übrigens eine MINT-Schule. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik. Und was unsere Kinder in diesen Fächern so alles erleben, zeige ich dir jetzt. Willst du sehen, was wir in Digi-Mathematik machen? Also wir machen hier heute einen Versuch. Wir zünden die Kerze, die am Besen befestigt ist, an und gehen mit dem Besenstiel und der Kerze darauf dann über zum mit Wasserstoff gefüllten Ballon und zünden den an und der explodiert dann eigentlich und wird ein Feuerball. Willkommen bei uns. Normalerweise ist es nicht so leer bei uns. Wir sind 15 Musiker, die immer gern miteinander musizieren. Aber ja, heute sind wir nur zu zweit hier und wollen dir unsere Klasse vorstellen. Spielst du vielleicht auch ein Instrument? Wir würden dich wirklich gut brauchen bei uns. Schau mal unsere tollen Bilder an von unseren Auftritten. Wir hatten schon einen Auftritt mit unserer Landeshauptfrau oder wir waren auch schon bei Christmas in Mistelbach voriges Jahr. Da gibt es sogar ein Video davon. Wenn du möchtest, kann ich es dir zeigen.